Direktvermarktung 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das Geschäft mit den landwirtschaftlichen frischen Produkten aus dem Automaten hat kräftig zugenommen. Allein in Waltrop sind jetzt ganz frisch 2 neue Automatenstandorte entstanden. An der Borkerstraße, kurz vor der Nius-Kreuzung, gibt es den Rieselfelder Frischomat. Und an der Friedhofstraße hat der Milchhof Billmann vor wenigen Tagen die Verkaufshütte mit dem kreativen Namen Am Kudamm eröffnet. Ja, zur Namensfindung war das dann so, dass wir unseren Social-Media-Bereich mit reingenommen haben, eigentlich die sämtliche Kundenpalette so mit eingebracht haben und Namensvorschläge gesammelt haben und die dann so ja, ausgelost haben und den besten so rauskristallisiert haben. Und der ist es dann auch geworden. Wie viele Namensvorschläge sind eingegangen? Über 500 hatte ich auf dem Handy. Genau, über 500? Ja. Hast du noch irgendwie welche im Kopf? Ja, genau. Wir hatten dann auch noch Billys Hütte beispielsweise oder Kuhmu-Markt. Also richtig tolle und coole Ideen von bis. Und wir fanden so, wegen dem Kanal dann, der hier direkt gegenüber liegt, und unser Logo Kuh, konnte man das ganz gut dann verbinden. Also wir hatten vorher schon am Hof eine Verkaufsstelle, sprich ein Warenautomat, und haben uns dann überlegt, wegen sehr hoher Kundenresonanz das Ganze auszubauen und sind dann erstmal angefangen, einen großzügigen Parkplatz zu bauen und dann eine Verkaufshütte und haben jetzt hier 4 Automaten stehen. Die Resonanz seit der Eröffnung war wirklich gut, sagt Christoph Billmann. Aber was zieht die Kunden eigentlich hin zu den Automaten? Wir haben nachgefragt. Also ich kaufe meistens die Milch hier und was so Joghurtprodukte und sowas angeht, das besorgen wir hier. Das holen wir nicht im Supermarkt, sondern da kommen wir hier hin und holen das hier. Und einfach, weil Sie vielleicht auch so direkt, also aus Überzeugung, Direktvermarkter unterstützen, oder geht es da Ihnen da um die Qualität oder nicht an der Kasse stehen? Nein, das ist beides. Also zum einen wird ja immer viel über Milchpreise diskutiert und dass wenig für die Bauern übrig bleibt. Und da haben wir gesagt, okay, das können wir ja auch direkt hier holen, wenn es das hier schon gibt. Und zum anderen, uns schmeckt die Milch hier sehr gut, muss ich sagen. Ich trinke die viel im Kaffee und das ist schon ein Unterschied, ein Qualitätsunterschied. Deswegen holen wir die halt hier. Ich bin Tierheilpraktikerin, ich habe hier vorne gerade Pferde behandelt. Ich bin hier zweimal jetzt vorbeigefahren und habe dieses Plakat gesehen. Ich fand das total interessant, weil ich finde es ganz, ganz toll, erstmal unsere regionalen Bauern zu unterstützen. Finde ich super. Und auch zu wissen, dass das, was ich hier kaufe, nichts mit Tierquälerei zu tun hat. So, dass die Tiere offen Stall leben, dass sie gutes Futter kriegen. Und ich bin ja auch Endverbraucher im Endeffekt. Ne? Ja. Und finde ich ganz, ganz toll. Erstmal ist das beliebt, weil die den Kontakt zum Produzenten erstmal haben oder halt einen sehr direkten Kontakt zum Produzenten, den die halt über den Verkäufer des jeweiligen Automats herstellen können. Und halt auch das einfache und meist über Nacht dann auch, also 24 Stunden dann auch geöffnete Verkaufen bietet sich halt an, wenn man nicht unbedingt immer in überfüllte Supermärkte möchte. Und ich denke, da ist so die, ja, geht immer mehr der Trend hin, halt auch mal abends, wenn man nochmal Lust auf eine Grillwurst hat, auch nochmal eben eine zu holen oder einen Kakao nochmal vor der Arbeit zu holen, wie bei uns jetzt hier einen Kaffee zu ziehen morgens zur Arbeit. Das bietet sich halt alles in so einem 24-Stunden-Verkauf an. Da kann der Supermarkt in dem Sinne dann zwar eine größere Produktpalette anbieten, aber halt nicht diese Öffnungszeiten. Das ist halt einfach so. Kannst du das irgendwie nachvollziehen anhand technischer Daten, wie zu welcher Uhrzeit die Kunden einkaufen? Bei uns ist das, kann man am Automat ganz genau nachhalten. Bei uns ist das meist so die Morgenszeit zwischen 11 bis mittags, wo sehr viel los ist. Dass teilweise die Leute eventuell Schichtdienste haben, wo sie sich das ganz gut einteilen können mit dem Einkauf. Und sehr stark nachmittags und im Abendsbereich, also Abendbereich ist nach 19 Uhr auch noch sowas los. Die Kunden sind also überzeugt von dem Konzept und Christoph Billmann natürlich auch. Der Kudamm ist ab sofort rund um die Uhr geöffnet.